Tag 1 nach den Angriffen geht die Nürnberger Polizei jedem Hinweis nach. Noch ist den Ermittlern wenig bekannt über den Täter, der gestern Abend drei Frauen mit einer Stichwaffe attackiert hat. Es spricht momentan nichts dafür, dass wir Ihnen in 2 Stunden den Täter präsentieren können, weil letztlich die Hinweislage noch sehr diffus ist. Es gibt zwar Zeugen, aber die konnten in der Dunkelheit wenig erkennen. Und 2 der 3 Opfer sind noch nicht vernommen worden. Das hat ihr Gesundheitszustand nicht zugelassen. Was war gestern Abend passiert? Gegen 19.20 Uhr gab es die erste Attacke. Das Opfer ist eine 56-jährige Frau. 3 Stunden später kommt die Polizei erneut, diesmal in Schutzkleidung, die Messerstiche abhalten soll. Denn nahe dem ersten Tatort sind 2 weitere Frauen attackiert worden. Heute zeigt die Polizei besonders starke Präsenz in dem Stadtviertel, denn viele Menschen sind verunsichert. Inzwischen habe ich jede Menge Anrufe, ob es mir gut geht, ob alles in Ordnung ist, weil ja auch einige wussten, dass ich hier im Bereich unterwegs bin. Ich habe richtig Glück gehabt, denn ich gehe nachts öfter hier heim, ne? Und ja, es ist fürchterlich. Der Hintergrund der Überfälle auf die Frauen ist noch unklar. Der Aussage eines Opfers zufolge soll der Täter hellhäutig, dunkelblond und zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß gewesen sein.